Mit 9 Jahren bin ich nach Neukölln gekommen, auch hier in Neukölln mein Abitur absolviert an der Otto Hahn, hier an der Otto Hahn, an der Grenzallee. Und jetzt macht mein Sohn sein Abitur an der Otto Hahn. Und ja, also richtiger Neuköllner. Mein Name ist Nader Khalil, ich bin Leiter des Deutsch-Arabischen Zentrums. Das Deutsch-Arabische Zentrum ist in Trägerschaft der Evangelischen Jugendfürsorgewerk. Wir haben das Zentrum 2008 gegründet, arbeiten an der Integration Menschen aus dem arabischen Kulturkreis. Wir haben 2019 ca. 17.000 Beratungen hier im Haus durchgeführt. Viele kommen über, der hat mir gesagt, da kann dir geholfen werden und dies und das, so dass das über die Grenzen Deutschlands eigentlich aus anderen Ländern schon bekannt ist, wenn man hier kommt. Die Vielfalt der Kulturen, der Menschen, für mich ist das eine Stärke, die man nutzen kann. Viele Menschen fahren irgendwo hin, um andere Kulturen kennenzulernen, um andere Traditionen, andere Menschen kennenzulernen. Das haben wir schon in Neukölln. Und wir bekommen ja die Schreiben mit, wie sich die Miete erhöht hat, wie sich das erhöht hat. Sehr viele Menschen kommen bei uns in gewisser Weise in Panik, weil ihre Miete nicht mehr und es klappt nicht und die Miete kommt nicht bei der Verwaltung an. Was mache ich jetzt? Muss ich mit der Verwaltung sprechen? Ich kann kein Deutsch. Wie soll ich mit denen sprechen? Könnt ihr mir da helfen? Könnt ihr mir was schreiben? Also das ist das tagtägliche Geschäft, was wir hier betreiben eigentlich. Ja. Natürlich sind das Einschnitte. Das heißt, wir haben jetzt hinter uns Ramadan gehabt. Ramadan ist ein Monat des Zusammenkommens eigentlich. Wir machen jedes Jahr hier auf diesem Hof hier ein Fastenbrechen von ungefähr 200 bis 200 Menschen, 250 Menschen, die kommen und ihrem Fasten einmal im Monat hier mit uns gemeinsam praktisch erleben. Und nicht nur Muslime, sondern auch aus der Nachbarschaft, auch Deutsche und andere Nationalitäten, die das erleben wollen und nicht erlebt haben. Dieses Jahr war alles alleine, war eine kleine Zahl, also die eigene Familie. Aber sonst nicht, weil diese Vorschriften eingehalten werden müssen. Und natürlich für uns sind die Vorschriften wichtig, dass man die einhält, weil die Gesundheit am wichtigsten ist. Wir hatten im Haus hier tagtäglich bis zwischen 60 und 70 Menschen, auch im Warteraum oben und hier auf dem Hof, die ihre Anliegen angebracht haben bei uns, bei unserem Berater. Jetzt ist die Tür zu. Bei uns war nie die Tür zu. Die Tür war immer offen, niederschwellig. Deswegen konnte jeder reinkommen und Fragen stellen und gucken, ob ihm hier geholfen wird. Jetzt nur noch mit Termin, wegen Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir das DATS erhalten können durch Unterstützung des Bezirks, dass das Bezirk die Notwendigkeit des DATS sieht, um tatsächlich diese integrative Arbeit für die Menschen aus dem arabischen Kulturkreis zu leisten und gut weiter zu betreiben, damit die sozialen Hürden und sozialen Schwierigkeiten beseitigt werden und die Menschen sich der Kultur, der Integration und das friedliche Zusammenleben hier widmen. Ja.